Hast du mal überlegt, Spielzeug zu sammeln? Habe ich kurz darüber nachgedacht, aber da war ich dann Kind und jetzt bin ich erwachsen und spiele nicht mehr so viel. Das habe ich verstanden. Bitte schön. Nein, aber so Modelleisenbahnen, weißt du, so einfach nur ins Regal stellen. Wäre auch schön, das stimmt. Ne? Schönen guten Tag zusammen. Darf ich das schon mal abnehmen? Sehr gerne. Und dann kann ich den Detlef vorstellen. Detlef Kümmel. Hallo, hallo zusammen. Hallo. Ein Fernglas und ich bin der Horst. Renate. Stefan. Und Stefan. Von wo? Aus Erkrath. Aus Erkrath, das ist ja gar nicht so wahnsinnig. Nee, das ist 20 Kilometer, 25 Kilometer. Hobbys, Freizeitgestaltung. Sehr gut. Wir haben ein Reisemobil und mit dem sind wir viel unterwegs und in Zukunft noch viel mehr. Toll, toll. Oh, jetzt sehe ich, Fernglas ist doch nicht. Nein. Das sind Schulterklappen, aber die haben bestimmt noch einen speziellen Namen. Ja. Sind die noch aus der Familie? Die stammen aus der Familie von mir und wir wissen nicht, wo sie herstammen. Also den Zweck ist klar, das waren Schulterklappen für eine Uniform. Wem sie gehört haben, welcher Rang und so weiter, haben wir alles nicht. Gut, ja, dann würde ich schon mal sagen, klär uns auf. Was haben wir denn jetzt vor uns? Wir haben vor uns Epauletten, diese Schulterklappen. Ich wusste, sie haben einen speziellen Namen. Epauletten sind dafür gedacht, dass sie auf der Schulter aufgebracht worden sind, natürlich nicht festgetackert, sondern in die Jacke hineinkamen. Wir haben also hier die Epaulette. Das ist sehr stabil gebaut, damit wir auch das Schulterabzeichen sehen können. Auf der Gegenseite ist hier eine Möglichkeit, einen Knopf einzusetzen. Mhm. Ja? Wird also nur durch die Jacke hindurch gedrückt. Und dann kommt auf der Innenseite der Jacke genau das, was Sie auch noch da haben, was ich wunderschön finde, festzuklappen. Und dann dreht man das Ganze und schon ist die ganze Schulterklappe fest. An der Jacke fest. Das heißt, man konnte die Jacke sogar tatsächlich für den Alltagsgebrauch auch weiterhin führen. Und wenn es dann mal etwas förmlicher wurde, dann wurden die Epauletten und andere Rangabzeichen auch noch mal aufgesetzt. Kann man an irgendetwas erkennen, was für einen Rang wir hier haben? Wir haben hier schon eine Herzogskrone drauf. Also wir sind so in der Prinzregentenzeit und zwar in der Zeit zwischen 1886 bis 1918. Mhm. Auf der Schulterklappe selbst sehen wir das Eichenlaub und wir sehen Eicheln. Das heißt, wir sind im Forstbereich. Das heißt, wir haben nichts Militärisches, sondern wir haben einen hohen Staatsbeamten, der entweder Oberförster oder sogar noch eine Stufe drüber war. Und da war man schon ein sehr hohes Tier. Diese Epauletten wurden wirklich nicht häufig getragen. Aber hier sieht man durch die Lagerung, hier sind einige kleine, nicht Abplatzer, sondern Abschabungen passiert. Ja? Das liegt daran, weil diese sogenannten leonischen Waren, die wir komplett sehen, also diese goldenen Messingdrähte, die verarbeitet werden, die nutzen sich natürlich auch durch Liegen und leichtes Abscheuern im Laufe der vielen Jahre ab. So, leonische Waren, erklären wir auch noch mal ganz kurz. Alles, was aus Messing gefertigt worden ist, hochglanzpoliert in dem Falle meistens, dann Drahtwaren, zum Beispiel hier diese Epaulettenborte, diese Fransen, die wir so sehen, sind ja alle gedrehte Kordeln aus Draht, aus Messingdraht. Das gleiche ist kein auch Gold. Nein, es ist kein Gold. Schade, ne? Ja. Das wäre so. Schon die ganze Zeit überlegen. Ja. Ja. Dann haben wir auch die Umrahmung. Ebenso wie die einzelnen Fäden sind alle aus einem Messingdraht gefertigt. Und dann gibt es ein weiteres Teil, was zu den leonischen Waren gehört. Siehst du hier diese Laubverzierungen? Ja. Da drauf sind alles kleine Pailletten, die aufgesetzt und eingestickt worden sind. Wahnsinn. Auch die wurden dann in feiner Handarbeit angesetzt. Und das ist auch noch mal zu den leonischen Waren gehören. Auch die sind aus Metall. Weil ich natürlich sensationell finde, neben dem Zustand ist die Originalkiste dazu. Die originale Kiste haben wir dabei. Die ist sogar sehr wichtig, denn sie ist ja dafür gedacht, damit auch diese Drahtstücke nicht aneinander scheuern können, dass die auch nicht geknickt werden großartig. Mhm. Und wir haben natürlich durch diese Verpackung auch noch einen weiteren Vorteil. Wir wissen, wer es gemacht hat. Dann sag mal. So, hier haben wir einen Hersteller, nämlich die Manufaktur oder die Firma Mohr und Speyer. Die sind Hoflieferanten gewesen und sie haben ihren Sitz in Berlin, den Hauptsitz gehabt und hatten diverse Dependancen. Sie haben also so nach und nach in ganz Deutschland sich nicht breit gemacht, aber sie haben dort Dependancen gegründet. Ja, jetzt haben wir jede Menge erfahren. Jetzt würde ich gerne wissen, was möchtet ihr beide denn dafür haben? Wir hatten so überlegt, zwischen 200 und 250 Euro, das wäre schon eine schöne Zahl. Hat Detlef eine noch schönere Zahl parat? Also in diesem Set und in diesem Zustand würde ich sagen, zwischen 400 Euro mindestens bis 600 Euro dürfen Sie erwarten. Hoppala, hätte ich nicht mitgerechnet. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wir haben zwei Weltkriege überstanden. Ihr Lieben, für euch das Kärtchen. Danke schön. Ihr wisst jetzt einiges. Ja. Alles, was euch die Händler fragen und die Händlerin, könnt ihr darauf antworten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da drüben passiert. Oh, mein lieber Scholl, solltet ihr noch mehr haben? Zum Beispiel den Rest der Uniform.
Dann gerne. Ihr wisst, wo wir sind. Ja. Bitte schön. Ja. Da geht's vorbei. Schönen Dank. Dankeschön. Danke schön. Tschüss. 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 Weiter geht's. Nun präsentieren Renate und Stefan ihre Rarität. Schönen guten Tag zusammen. Hallo. Hallo, die Dame. Hallo, der Herr. Englisch, was ist das denn Spannendes? Bringen Sie es gerne vor. Knochen. Knochen, das ist so. Knochen. Ich habe zwei Hunde. Wenn es Knochen wären, wäre das was für mich. Also, es könnten militärische Abzeichen sein. Sehr gut. Ach, du bist Hellseher, oder wie? Wir haben auch keinen Namen, mir fällt es auch gleich ein. Moment. Moment. Hey, hast du wieder recht. Ja. Dürfen wir das lösen? Längs tragen. Danke. Epauletten. 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 Die sind wunderbar im Zustand. Und vor allem, das ist die originale Box. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und das ist bayerisch. Das ist von einem bayerischen Oberförster. Aha. Und zwar sind erkennbar an den Eicheln, die da oben aufgesteckt sind. Und die Stickerei sind, ne? Und die Stickerei, ja. Ja, fange ich mal mit 80 Euro an, ne? So, guck mal. War zu erwarten. Das passt doch schon. Seien wir uns einig. Kommst du Nein, noch längst nicht. Noch nicht? Komm, sag mal was, Wolfgang, schnell. 300. Gut. Das ist Handarbeit. Ja. Auf, das sind auf Sand gestickt. Das sind Messinggräte. Das ist sehr hochwertig. Ja. Das ist wirklich richtig teuer. 320 bei mir. 350. 380. 400. 450. 500. 550. 600. 650. 700. 750. Du kannst mich gern haben. Ja, habe ich auch. Ja, toll. Nur weiter so. Also, wenn man die so verkauft, schätze ich, zahlt ein Militaria-Sammler 1.000 Euro dafür. Wäre denn 800 auch noch möglich? Die biete ich Ihnen. Ach, Mensch, Wolfgang. Das sind Sie wert. Darf ich Ihnen die Epauletten Nein. ab... Was heißt denn das jetzt? 800 ist doch gut. Das heißt, ich gebe mehr. Wie viel? Meinen Sie, dass Sie 1.000 wert sind? Das meine ich. Würden wir gerne verkaufen für 1.000, ja. Nein, für 1.000 ist Ich möchte die gerne haben und finde die total spannend und biete deswegen noch 50 Euro mehr. 850 Euro. Ich würde die wirklich gerne haben und deshalb biete ich Ihnen 900 Euro dafür. Das hört sich auch gut an. Es geht wieder los. Vierstellig. 1.000 Euro. Ich kann den wirklich nicht leiden, aber es macht nichts. Ich höre jetzt auf. Verkaufen Sie an den Fabian für 1.000. Ein super Deal, oder? Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr wunderbar. Schön. Sehr schön. 2, 4, 6, 8, 10. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen, die Dame. Auf Wiedersehen. Ade, vielen Dank. Vielen Dank und viel Spaß damit. Macht es Tschüss, gut. Ade. Tschüss. Tschüss. Die sind gar nicht mal so gut, nee. Die zwei. Die sind überhaupt super, das musst du erst mal so finden.